Frau Dr. Adami, wir sind hier in Ihrer Abteilung, in der Intensivstation der Kleintierklinik an der Münchner Uni, an der Ludwig-Maximilians-Universität. Ganz einfache Frage, welche Patienten kommen hierher? Also, es kommen zu uns die verschiedensten Patienten. Wir haben vielfach innere Notfälle, das heißt also Tiere mit massivem Erbrechen, Hunde und Katzen mit Durchfall. Wir haben aber auch neurologische Notfälle mit epileptischen Anfällen zum Beispiel oder auch Patienten mit Vergiftungen, wenn die irgendwo was gefressen haben. Der Hund hat vielleicht im Park was gefressen, sowas wie Rattengift oder auch Schneckenkorn. Wir haben kardiologische Notfälle, also Herzpatienten. Sie haben auch Hautpatienten, die jetzt nicht ganz solche Notfälle sind, aber ja, und dann eben alles, was von der inneren Medizin wie Blutverluste, Blutarmut, Lebererkrankungen, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, Blutvergiftungen, ja. Das ist ja eine breite Palette. Ja. Und Ihre Öffnungszeiten sind dementsprechend? Ja, also wir haben eigentlich 24 Stunden auf, 365 Tage die Woche. Es kann sozusagen, wenn Notfälle kommen, können die immer kommen. Unsere Sprechstunden, natürlich nicht 24 Stunden, aber für Notfälle und Intensivpatienten ist hier immer jemand da. Es sind immer Tierärzte da, es ist immer Pflegepersonal da, sodass auch die Patienten hier in der Intensivstation 24 Stunden betreut sind. Und es gibt durchaus Tiere, die 24 Stunden hier auch mit Hilfe der Monitore beobachtet werden, genau, und behandelt werden. Ja, also das ist die Regel, dass wir immer welche da haben, die wirklich auch am Monitor überwacht werden müssen. EKG-Kontrolle, Herzfrequenzkontrolle, Blutdruckkontrolle. Wir können also eigentlich genau die gleichen Parameter messen, fast genau die gleichen wie in der Humanmedizin. Wir haben die gleichen Ausrüstungen, die gleichen Geräte. Es ist eigentlich nur die Begrenzung der Körpergröße beim Tier, weil das Tier doch kleiner ist als ein Mensch. Das heißt, Sie behandeln ja hier Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, alle Kleintiere von den Exoten, Echsen und sowas mal abgesehen und genau. Fischen, glaube ich. Richtig. Das Aquarium fehlt hier noch. Ja. Aber bei ganz kleinen Nagern zum Beispiel, da stoßen Sie an technische Grenzen? Ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist halt wirklich die Größe. Beim Kaninchen, das wiegt vielleicht ein Kilo oder Meerschweinchen wiegt auch ein Kilo. Oder eine Ratte zum Beispiel, da sind einfach die Möglichkeiten begrenzt. Es kommt natürlich auch dazu, dass solche Tiere, eine Ratte zum Beispiel, hat nicht so eine lange Lebenserwartung wie ein Hund oder wie eine Katze. Das kommt auch dann noch dazu. Aber auf jeden Fall sinkt natürlich die Möglichkeit, was man machen kann, auch mit der Größe des Tieres. Dieses ist jetzt hier unser Crashcard-Bereich, wo wir die alles vorbereitet haben für den Fall einer Wiederbelebung. Das heißt, wir haben hier Infusionen mit Druckperfusor, wo wir mit richtig viel Druck die Infusion in den Patienten reinlaufen lassen können. Wir haben den Monitor, wo wir halt EKG und Blutdruck überwachen können und Sauerstoffsättigung und Kohlendioxidausatmung und noch viele andere Sachen. Und dann haben wir halt hier sozusagen den Bereich, wo wir auch was zum Intubieren immer bereit haben. Das heißt also, wir haben hier verschiedene Laryngoskope. Also das bedeutet, dass man hier Hilfsmittel hat, um den Patienten einen Schlauch in die Luftröhre einzuführen und ihn dann auch beatmen zu können mit so einem Beatmungsbeutel. Dann haben wir einen groß und auch einen kleinen, jetzt für Katzen, weil die ja kleinere Lungen haben als ein großer Hund. Dann haben wir hier verschiedene Größen von diesen Spateln. Diesen hier, je nachdem wie groß oder klein das Tier ist, natürlich kann eine Katze wird mit einem kleinen Spatel intubiert oder ein großer Hund wird mit einem großen Spatel intubiert. Und wir haben auch ähnlich wie in der Humanmedizin oder genauso Mittel, um zum Beispiel zu defibrillieren. Also das ist hier unser Defibrillator. Der wird also auch beim Hund oder bei der Katze kommt der ab und zu zum Einsatz, nicht so oft wie bei Menschen, weil es kommt bei Menschen mit der Fibrillation viel, viel häufiger vor als beim Tier, aber es kommt auch vor beim Tier und dafür haben wir dann dieses Gerät, was man eben entsprechend dann einstellen kann. Und wir haben auch natürlich, weil wir verschiedene Größen von Patienten haben, verschiedene Paddles. Das heißt, wir haben einmal große Flächen für Hunde, große Hunde. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, hier so einen extra Aufsatz drauf zu stecken für kleinere Patienten, Kleinhunde, Yorkshire Terrier oder auch eben für Katzen. Das ist ja ein Gerät, das wir aus jeder Fernseh-
Krankenhausserie kennen, da kommt das ständig zum Einsatz. Bei Ihnen ist nicht ganz so häufig. Richtig, also es ist sozusagen dadurch, dass der Mensch eine andere Komplikationen hat als das Tier, kommt dieses Gerät nicht allzu oft zum Einsatz, aber es ist eben teilweise notwendig. Deswegen haben wir das auch hier stehen. Es ist also immer funktionsbereit. Und wir haben halt hier noch extra solche Tabellen für Notfallmedikamente, damit niemand rechnen muss. Das ist alles schon ausgerechnet für das entsprechende Gewicht, weil jedes Tier wiegt ein anderes Gewicht. Der Schäferhund braucht eine andere Dosierung als die Katze. Und damit man da nicht groß denken muss und rechnen muss, ist das alles in einer Tabelle schon vorbereitet. Und hier sind also noch Notfallmedikamente drin. Also wir haben hier Sauerstoffanschlüsse. Über jeder Box ist ein Sauerstoffanschluss. Und wir haben auch extra Ansauganschlüsse, wo wir sozusagen einen Sauger anschließen können und was absaugen können. Sekrete, Blut oder sowas. Sonst sind für jede Box eben ein Anschluss. Die Infusionen haben wir vorhin schon angesprochen und die Monitore. Jetzt gibt es hier die großen grauen und auch kleine grüne Monitore. Wozu sind die grünen gut? Also die grünen, das sind auch Infusomaten, das sind also Automaten, die Infusion in einer bestimmten Rate pro Stunde in den Patienten reinlaufen lassen und also auch melden, wenn irgendwas nicht läuft, wenn es irgendwie Luft oder sowas im System gibt, wenn es irgendeinen Widerstand gibt. Das heißt, sie sind sehr sensibel und es ist dadurch wirklich kontrolliert, dass die Patienten pro Stunde exakt die Menge an Flüssigkeit bekommen, nicht mehr und nicht weniger. Oder auch wenn die Infusion leer gelaufen ist, dann melden die sich eben, diese Geräte. Das ermöglicht uns eben eine kontrollierte Infusionstherapie, was hier wirklich essentiell ist. Jetzt gerade in dem Moment sind, ich habe es nicht gesehen, oder vielleicht die Hälfte der Boxen besetzt, womit Sie wahrscheinlich eher zufrieden sind. Ja. Aber Sie können im Moment hier bis zu 18 Patienten gleichzeitig versorgen. Genau. 18 Patienten, wir haben halt zwei große Boxen für so richtig große Hunde wie Doggeln oder Schäferhunde. Dann haben wir halt noch etwas kleinere Boxen, da passt auch mal ein Labrador rein oder so von der Größe her und halt diverse Katzenboxen. Und ja, es ist halt ein Kommen und Gehen, also viele sind lange da, aber viele sind auch einfach dann mal nur zwei Tage da und können dann aber auch wieder in die normale Station entlassen werden. Da sind wir natürlich immer froh, wenn die sozusagen stabil entweder nach Hause oder in die normale Station dürfen. Frau Dr. Damitz, Sie bekommen ja nur Notfälle, denen ganz schnell von jetzt auf gleich geholfen werden soll, mindestens wenn es nach den Tierbesitzern geht. Gibt es da auch Grenzen? Ja, also es ist natürlich so, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um dem Tier zu helfen. Das heißt, wir haben hier schon die Möglichkeit, wirklich Intensivmedizin zu betreiben, rein von unserer Ausrüstung her, rein von unseren Arbeitskräften. Das sind alles geschulte Leute, die haben regelmäßig Fortbildung und die sind wirklich trainiert, auch wenn es darum geht, dass ein Tier verstirbt, dass man auch sozusagen Wiederbelebung machen kann. Deswegen haben wir jetzt auch hier zum Beispiel eine Einrichtung, wo wir alle Notfallmedikamente haben, wo wir die Ausrüstung dafür eben vorhanden ist. Es ist aber natürlich so, dass wir versuchen, auch sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir wollen dem Tier eine Lebensqualität liefern. Also wir wollen auch dem Besitzer eine faire Entscheidungsmöglichkeit geben. Also dass wir nicht bei Tieren, für die die Prognose sehr, sehr schlecht ist oder wo wir denken, die Lebenserwartung, die Lebensqualität für das Tier ist nicht gut oder schlecht, da raten wir natürlich auch nicht dazu, alles zu machen und aufs Äußerste zu gehen. Also wir versuchen im Sinne des Tieres zu entscheiden, die Lebensqualität soll vorhanden sein, zumindest nach einiger Zeit. Es ist sicherlich, man muss viel Geduld haben bei Intensivpatienten, das ist nichts, was nach 2-3 Tagen nach Hause gehen kann. Es ist ja auch immer noch eine finanzielle Frage, es muss auch jemand bezahlen, es ist mit viel, viel Aufwand und viel, viel Material verbunden. Aber wir versuchen auch nicht, jedes Tier um jeden Preis irgendwie zu retten. Wir entscheiden das wirklich im Sinne des Tieres, im Sinne des Patienten. Nun denke ich, dass Sie versuchen, Ihre Patienten so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Aber beim einen klappt es, beim anderen dauert es länger. Auf was muss ich mich auch als Tierbesitzer da einlassen? Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben wirklich Patienten, die kommen halt tot hier an. Und wir therapieren die aggressiv, zum Beispiel Bluttransfusion oder Infusionstherapie.
Und die sind erstaunlicherweise nach ein, zwei oder auch drei Tagen wieder so fit, dass die munter nach Hause gehen. Ja, da ist natürlich jeder froh. Wir sind froh, der Besitzer ist froh. Aber es gibt eben auch Fälle, da muss man viel, viel Geduld haben. Also wir haben ein Beispiel, das ist uns die Katze, die wir hier vorhin schon gesehen haben. Und die ist halt wirklich ein Kandidat, die braucht extrem viel Geduld. Es ist einfach nicht zu erwarten, dass die sich innerhalb von zwei, drei Tagen wieder so weit stabilisiert, dass man die entlassen kann. Also da rechnen wir halt wirklich mit ein bis zwei Wochen stationärem Aufenthalt, viele Blutabnahmen und viel Geduld vom Besitzer auch, dass der versteht, dass es eben nicht in ein paar Tagen wieder alles gesund ist. Und wir müssen auch Geduld haben und die Katze muss auch Geduld haben. Also wir haben wirklich schon vieles erlebt, dass die Katzen es wirklich schaffen und dass die sehr zäh sind. Und dass die wirklich auch nach Hause gehen. Und eben das ganz Wichtige ist, dass die Tiere zwar einigermaßen stabil nach Hause gehen, aber dass die wirkliche Heilung und die richtige Rekonvaleszenz, das Gewicht zunehmen und das wieder ganz normal werden, das passiert zu Hause. Und das müssen die Leute auch wissen. Also die kriegen kein komplett saniertes Tier nach Hause und können da wieder bei 100% anfangen. Also die müssen sich langsam hocharbeiten. Die Katze braucht auch da noch Zeit, 2 bis 4 Wochen, wenn die wirklich schwer krank war oder der Hund, dass die dann wieder ganz fit werden. Das muss man einfach auch vorher sehr gut kommunizieren, den Besitzern erklären, was auf sie zukommt, wenn das Tier wieder nach Hause kommt. Frau Dr. Adam, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Aber jetzt drängen schon wieder Kollegen und Patienten. Genau, danke. Dankeschön.